Willkommen zurück zu Horizon Forbidden West. So, der gute Händler hat, glaube ich, eher nichts, was ich gebrauchen könnte. Deshalb würde ich jetzt einfach mal hier der Schleifspur folgen. Und so wie es aussieht, kommen da hinten diese Kängurus. Was ist das? Ah, ist das eine Brutstätte dann da? Okay, ich werde es wahrscheinlich bald erfahren. Wo sind die denn? Okay, ich glaube, ich versuche es mal hier lang und dann da oben in das Gras direkt rein. Ich wollte gerade sagen, wo sind sie? Da. Okay. Gut, das ist da hinten. Und okay, und da ist das zweite. So eine ähnliche Spur, okay. Ich soll ich ein bisschen aufpassen, dass die mich nicht erwischen. Vielleicht könnte ich das auch. Das Dumme ist halt, wenn ich das eine aus dem Hinterhalt angreife und das andere gerade in der Nähe ist, dann wird das wahrscheinlich sehr schwierig für mich. Ich riskiere jetzt einfach mal hier rüber zu schleichen. Puh, so. So weit, so gut. Okay, das ist jetzt da hinten unterwegs. Dann könnte ich vielleicht das nicht erwischen. Okay, alles klar. Okay, aber das kommt jetzt hierher. Warte. Moment. Noch eins. Oh. Okay, jetzt wird es langsam wild. Okay, also entweder ich schleiche mich da jetzt vorbei. Andererseits haben die vielleicht Zeugs, was ich gebrauchen könnte. Okay, also das geht da die ganze Zeit unten hin und her. Das. Kommt ganz schön nah an mich ran. Okay, jetzt sind sie alle auf einen Haufen. Ah, ich will nicht, dass die alle so nah beieinander sind, weil dann kriege ich noch Probleme damit. Aber es geht halt auch nicht weg, ne? Mann. Also was Blödes. Ich kann es natürlich riskieren, aber. Ah, okay, cool. Jetzt kommen die sich auch noch in die Quere. Super. Ich riskiere es jetzt. Ich tu's! Ich tu's! Komm schon, komm schon! Oh. Das war nicht ausreichend. Okay. Ups. Na toll. Ja, das war ja klar, ne? Ja.
Hilfe. Okay, der andere ist jetzt einfach irgendwo unterwegs. Gut. Bleibt der jetzt da? Geht der jetzt einfach noch und schwimmen gehen? Aber ich will die Sachen haben. Nice. So, ich schau den anderen. Wenn ich schon mal dabei bin. Hier. Ah. Okay. Tschüss. Der Weg führt anscheinend in die Berge. Ah, da in die Höhle rein. Okay. Sehr vertrauenserweckend. Ah, oh, Sterne. Sorry. Ich lasse mich nicht leicht ablenken oder so. Eine Ruine. Okay. Mal sehen, wo das hinführt. Schätze, Silence hat mit dieser Maschine seine Beute transportiert. Das muss die Kugel sein, in die Silence Hades steckte. Und die Tür. Sieht aus wie eine Pharaoh-Anlage. Oder Zero Dawn? Gute Frage. Komm schon, Hades. Mal. Bist du noch drin? Wahrscheinlich nicht, oder? Oder doch? Ich habe nichts gesagt. Sogar so bist du eine Gefahr für Gaia, wenn sie wiederbelebt wurde. Also hast du das Gaia-Backup noch nicht sichergestellt. Dann ist Gaia tot, Erde und du verloren. Trotz Fehlfunktionen, ich habe gewonnen. Okay, so, jetzt fragen wir ihn erstmal aus. Also... Wo ist es? Silence fragte, wo er ein Gaia-Backup finden könnte. Datenfehler, Sprecherstrukturen verfallen. Klar, das wäre ja auch zu einfach. Schade. Was hat Silence dir angetan, Hades? Du wirkst so ausgehöhlt. Silence hat mich befragt. Du ihm gesagt. Datenfehler, Speicherstrukturen verfallen. Du hast nichts davon gespeichert? Ich erinnere mich an dich. Daran, dass ich dich am Turm geschlagen habe?
Okay, das bringt nichts. Weißt du, wo Silence hin ist? Nein, er ist vor 12,8 Tagen gegangen. Vielleicht ist er... Datenfehler, Strukturen für Verhaltensvorhersage verfallen. Also weißt du auch nicht mehr als ich. Weißt du, warum Silence dich in diese Ruin geschleppt hat? Silence wollte, dass du mich hier findest. Offensichtlich. Aber wieso? Was war das hier? An diesem Ort wurde... Datenfehler, Speicherstrukturen verfallen. Er nannte es mein Totenbett, mein... Aber du... Das werde ich wohl rausfinden, wenn ich reingehe. Als das geheimnisvolle Signal dich verwandelt hat, erhielten die anderen unter Funktion Gaias auch ein Bewusstsein. Du bist entkommen, als Gaia sich selbst zerstörte, aber sie auch. Wo sind sie hin? Jede Funktion ist den Koordinaten zufolge nach... Strukturen verfallen. Ein Haufen Feuer. Oh Mann! Die sich sonst wo rumtreiben und sonst was anstellen. Mit seinen Kampfmaschinen tötete Festes jedes Jahr Tausende und du hast fast die Welt zerstört. Da draußen sind noch 7 Funktionen, die Ärger machen? Ein deprimierender Gedanke. Du bist deprimiert. Gut. Na danke. Hat jemand gesagt, dass du einen tollen Charakter hast, Hades? Erkenne Sarkasmus. Ja, dachte ich auch nicht. Silence hat dich nach dem geheimnisvollen Signal befragt, das dich aufgeweckt hat und dir ein Bewusstsein gab. Wer hat es gesendet? Signal von Meistern gesendet. Und wer sind die? Meister erweckten mich, um Leben auf der Erde zu zerstören. Warum das denn? Datenfehler, Speicherstrukturen verfallen. Okay, gut, dann, ja, mehr kann er uns wahrscheinlich nicht sagen. Es reicht. Beenden wir es jetzt. Glaubt Aloy immer noch, dass sie Gaia wiedererwecken kann? Das Leben auf der Erde retten kann? Ja, Aloy glaubt das. Dann bist du fehlgeleitet. Vernichtung unvermeidlich. Was weißt du schon davon, Hades? Du wolltest die Erde zweimal zerstören und bist beide Male gescheitert. Das Einzige, was du je vernichtet hast, warst du selbst. Und dieses Mal rettet dich keine Lanze. Das ist inkorrekt. Dreimal hat Hades Leben ausgelöscht. Was? Das weißt du noch? Ja, Daten intakt. Nicht lebensfähige Biosphären wurden 2154, 2161 und 2168 aufgegeben. Und das war vor Jahrhunderten. Dazu wurdest du geschaffen. Aktuelle Biosphäre, Version 5. Es wird keine Version 6 geben. Das muss es auch nicht, denn ich werde diese retten. Masterüberprüfung aktiviert. Zum Aktivieren Name und Rang eingeben. Elizabeth
hast dich um Hades gekümmert. Ja. Könnte er dieses Mal vielleicht tot bleiben? Wird er. Vertraue darauf. Vertrauen? Ja. Vertrauen. Da ich das getan habe, was du nicht konntest, und das unbezahlbare Wissen von Hades extrahiert habe, kannst du darauf vertrauen, dass ich dieses Mal wollte, dass du ihn zerstörst. Also sind wir wieder bei Hologrammen angekommen. Hast du Angst, dass ich dich umbringe? Es gibt einen Grund. Und du nutzt immer noch dieselbe Spyware, wie ich sehe. Also hättest du einfach rangehen können, wenn ich anrufe. Aber du wolltest wohl einfach weiter spionieren. Mir geht es schon seit Monaten nicht mehr um dich, Aloy. Ich musste Arbeit erledigen. Stundenlange Recherche. So intensiv und zeitraubend, wie sie auch für das Schicksal des Planeten wichtig ist. Ja, natürlich. Du willst einfach nur die Welt retten. Das stimmt. Der Unterschied ist nur, dass ich im Gegensatz zu dir Ergebnisse erziele. Hast du ein Gaia-Backup gefunden oder nicht? Oh ja. Ich glaube schon. Wo? Voilà. Warum glaubst du, habe ich dich hergebeten? Hinter der Luke mit Generkennung liegen Reste einer Anlage, in der das Hades-Löschprotokoll perfektioniert wurde. Ein Testkreislauf, der hunderte von Szenarien getestet hat. Alle mit einem Gaia-Backup. Das hat Hades dir erzählt? Ich musste ihn überzeugen. Aber ja. Also, bist du bereit, das zu holen, wonach du seit 6 Monaten suchst? Oder willst du einfach mit offenem Mund da rumstehen? Ja, erzähl mir doch erstmal ein bisschen mehr darüber. Uns richtig verstehen. Hades hat gesagt, es gäbe Gaia-Backups da drin. Ja, oder zumindest gab es sie. Vor 1000 Jahren. Backups, die nicht gelöscht wurden, als Ted Farrow alle Apollo-Kopien gelöscht hat. Korrekt. Hades zufolge konnte man nicht über ein Signal auf diese Anlage zugreifen. Nicht mal Ted Farrow konnte an die Daten hier. Backups. Mit kompletten Daten von Gaia und ihren Unterfunktionen. Alles für einen Neustart des Systems. Um Kontrolle über das Terraform zu bekommen, das Leben auf der Erde zu retten. Da drin? Das hat Hades gesagt. Worauf wartest du denn dann noch? Auf Antworten, weil wir haben ja noch nicht alle Optionen durch. Also. Du sagtest, du warst beschäftigt. Außerordentlich beschäftigt. Aber nicht so beschäftigt, dass du keine Zeit hattest, den Tenakt beizubringen, wie man Maschinen überbrückt. Und sie reitet. Aloy, du solltest dich nur damit beschäftigen, wie du ein Gaia-Backup bekommst. Mit mehr Konzentration könntest du eventuell sogar Ergebnisse erzielen. Du streitest es nicht ab, Silence. Verstehe es so, wie du willst. Hat Hades gesagt, woher das geheimnisvolle Signal kam? Das ihn aufweckte und Leben zerstören wollte? Ja, hat er. Sagst du es mir? Irgendwann, ja. Aber immer der Reihe nach, Aloy. Soweit ich weiß, musst du immer noch eine superintelligente KI namens Gaia neu starten. Ja, dieselbe Gaia, die sich vor 20 Jahren wegen des Signals zerstören musste. Das Signal wird seit Jahren nicht mehr übertragen. Es ist keine Gefahr mehr. Was sagt wer? Wird es nicht. Selbst wenn es, naja, die Details sind kompliziert, aber das Signal hat Hades zum Handeln gezwungen. Wenn du Hades aus den Backups löschst, ist Gaia in Sicherheit. Und jetzt hör auf zu trödeln und hol dir ein Backup. Na gut. In Ordnung. Es kann ja nur schief gehen. Ich suche Einrichtung nach einem Gaia-Backup. Aber damit das klar ist, Silence, wenn das wieder einer von deinen Tricks ist... Es ist eine Luke mit Generkennung, Aloy. Du bist die einzige Person, die sie öffnen kann. Wie sollte das eine Falle sein können? Naja. Wenn du mich noch einmal reinlegst, Silence, dann treffen wir uns zu unserer nächsten Unterhaltung wirklich. Obwohl du nicht viel sagen könntest, weil mein Speer in deinem Hals stecken würde. Aloy, dank mir ist alles, was du dir wünschst, was du in den letzten 6 Monaten versucht hast zu erreichen, endlich in Reichweite. Also, ich weiß, dass du als Nora Ausgestoßene keine Manieren gelernt hast. Aber in einer solchen Situation sagt man Danke. Und dann sage ich, gern geschehen. Was für ein
Ich möchte es nicht weiter ausführen. Gut. So, da gehe ich gleich rein. Ich will jetzt aber erstmal noch gucken, was hier so, was hier noch so rumliegt. Das hier zum Beispiel. Kann ich nämlich gut gebrauchen. Hier, noch irgendwas? Hm, anscheinend nicht. Ja? Ist auch so okay. Worauf wartest du noch? Ja, hätt's mich nicht. Mein Gott. Oh, was ist denn hier lang? Okay. Sehe ich vielleicht später irgendwann. Identity-Scan wird durchgeführt. Genetisches Profil bestätigt. Zugriff gewährt. Guten Tag, Professor. Oh. Bitte. Das. Soll das ein Witz sein? Ich glaube, wir haben Glück. Glück? Die Tür ist völlig zerstört. Offensichtlich. Aber du kannst trotzdem hindurch. Wenn du noch etwas geduldig bist. Siehst du diese Kristalle? Die Osram nennen sie Feuerglimmer. Sie sind brennbar. Nicht stark genug, um so eine Tür zu sprengen. Aber vielleicht stark genug, um sie etwas weiter aufzubrechen. Ganz genau. Das geht nur mit einem Anzünder. Ich schicke dir jetzt die Pläne. Um ihn zu bauen, brauchst du Maschinenteile und das Öl vom Brennkraut. Das wächst nur unter Wasser. Aber in der Nähe gibt es einen See. Die Teile sind komplizierter. Du brauchst eine Waffenspule aus der Energiezelle eines Sprungschlägers. Entferne die Energiezelle, bevor du die Maschine erlegst. Sonst zerbricht sie. Alles klar. Tja, Tiefwasserbrennkraut habe ich schon. Ich brauche nur die Teile. Habe ich die vielleicht auch schon? Weil ich hab doch da gerade an den Rumpf gewerkt. Warte mal. Wo ist denn das drin? Ist das jetzt im Inventar? Werkzeuge? Nee. Hä? Rohstoffe. Sehe ich das hier irgendwo? Bin mir nicht sicher. Egal, ich versuch's jetzt einfach mal. Ups. Ah, da ist eine Werkbank. Wie praktisch. Gleich mal gucken, ob ich... Kann ich das schon herstellen? Vielleicht. Outfit Upgrade. Was haben wir hier? Spezialausrüstung. Aha. Anzünder. Okay, nein, ich habe es noch nicht. Gut. Ich muss das dem abschießen. Ah, okay, jetzt sind sie wieder zu dritt. Sehr schön. Aufpassen, dass der mich nicht sieht. Okay, wo ist die Energiezelle? Energiezelle. Okay. Dann markiere ich das mal. Oh, die sind so weit weg. Vielleicht. Okay, ich schleiche mich jetzt einfach mal hier hoch. Guck mal, ob ich von da oben vielleicht irgendwie besser schießen kann.
vielleicht nicht gleich entdeckt werde. Ich habe in Großstädten schon mal gelernt, Maschinen zu überbrücken. Ob es hier draußen wohl welche gibt? Okay, vielleicht war das auch irgendwie nicht so gut, weil ich sehe die nicht mehr, verdammt. Okay, das war jetzt nicht die beste Entscheidung. Ich könnte natürlich auch versuchen, warte mal. Ah, doch, da. Mein Gott. Was ist denn der? Nein, mal kurz noch ein paar Pfeile. So. Oder ich nehme den. Das hilft. Ich muss sie entfernen, bevor die Maschine zu Boden geht. Ich habe keine Ahnung. Ich hab's. Okay, ich schieße alles Mögliche ab, aber nicht das, was ich brauche. Hab ich's geschafft? Nee, wahrscheinlich nicht. Ah, verdammt. Ach, komm schon. Bitte. Mann, ich will doch den anderen Dinger vom. Oder ich versuch's bei dem. Ah, ich kann so nicht arbeiten. Verdammt. Ich könnte auch. Ah, nein. Ich gebe nicht auf. Ja, ich versuch's. Okay, ist er wieder weg? Gut. So, noch ein Versuch. Mann. Muss dieses blöde Ding da irgendwie runterkriegen. Aber das krieg ich schon irgendwie. Vielleicht muss ich das auch einfach von dem anderen probieren. Was sind die denn jetzt alle? Oh, jetzt sind sie wieder weg. Toll. Was ist das denn? Frachtkapsel? Hm. Okay. Also nochmal. Nein. Egal. So. Muss das doch irgendwie schaffen, das Zeug darunter zu kriegen. Ja. Ah, ich bin zu weit weg. Mist. So ist halt, ich muss die irgendwie so von hinten erwischen, weil ich glaube, anders sehe ich das dann halt nicht gescheit. Weil jetzt springt er da auch schon wieder so komisch durch die Gegend. Okay, warte. Auch nicht. Sie sollen aufhören, da rumzuhüpfen, Mann. So kriege ich die doch nicht. Ja, das ist die falsche Richtung. Nee.
Mist, das wird nichts. Also zumindest nicht so. Was denn jetzt hier? Kommen die jetzt mal wieder her oder bleiben die jetzt einfach dafür immer? Ich hab nicht geschwächt. Ah! Zu da! Zu da! Ja! Oh! Juhu! Hab ich doch, okay. Oder nicht? Ich hab die Teile für den Anzünder. Jetzt muss ich das Ding nur bauen. In der Nähe des Eingangs zur Anlage gibt es eine Werkbank. Mit der du an Hades rumgespielt hast? Rumgespielt? Ich habe wertvolle Daten extrahiert. Ach so nennt man das also. So. Ups. Okay, Spezialausrüstung. Anzünder hergestellt. Da, damit sollte ich den Feuerglimmer anzünden können. Eine wirklich nützliche Kombination. So habe ich die Prozessorkugel überhaupt erst aus dem Horus gelöst. Na toll. So, gut. Da das jetzt geschafft ist, würde ich sagen, mache ich hier erstmal ein kleines Päuschen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. So, bis dahin. Tschüss.